Bist du auch mit dem Bild hier? Willst du oder willst ja, du? Ja, ja, ist gut. Ha, cool. Ja, wollen wir die Tür offen lassen oder ist es so ein bisschen karmamäßig, glaube ich, netter, wenn wir zu machen? Mach zu, dann. Kann man ja trotzdem rein und raus gehen, aber das ist so ein bisschen. Der Fotograf war mir noch nicht sicher, ob er rein will. Gemütlicher und so. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu unserem kleinen Podcast-Workshop. Ich bin Philipp Banse, das ist Chiara von der Lage und der Ulf ist normalerweise auch noch mit dabei, aber der hat heute Morgen eine Preisverleihung zu absolvieren für eine Organisation, deren Vorstand er ist und da musste er vom ehemaligen Bundesminister Baum einen Preis entgegennehmen und deswegen ist er jetzt im Zug und kommt aber zur Lage live, die wir ja im Anschluss an diesen Workshop machen. In diesem Raum ist er dann pünktlich da. Ich weiß nicht, ob er zum Workshop noch aufschlägt, wenn ja, dann setzt er sich auf diesen Stuhl. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, was kann man machen in dieser Runde? Ich finde, Workshop ist ja auch so immer ein bisschen nicht nur Vortrag, sondern auch hands-on und fragen und zeigen und gucken. Deswegen habe ich mir das jetzt so vorgestellt, dass Chiara und ich jetzt mal so in einer Viertelstunde kurz nochmal sagen, was ist die Lage der Nation, was machen wir da, wie wird das produziert etc. Und dass wir dann im Anschluss nach so einer Viertelstunde, 20 Minuten hier mal zeigen unseren Arbeitsworkflow. Also wie nehmen wir auf, wie produzieren wir das, wo laden wir das hoch, wie bearbeiten wir das, wie kommen die Kapitel da rein etc. Und dass ihr aber auch jederzeit natürlich Fragen stellen könnt. Also das ist der Vorteil einer kleinen Runde, dass das wirklich sehr gesprächig und diskursiv ablaufen kann. Gibt es dazu Einwände? Habt ihr irgendwie andere Vorstellungen, andere Erwartungen völlig gehabt? Weil ich denke schon, dass so ein bisschen in dieser Runde, ja, stand ja auch in der Ankündigung, wie wird das eigentlich gemacht? So ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen in die Produktion rein. Genau, dann würde ich einfach mal anfangen. Also die Lage der Nation, das ist übrigens der Ulf, der jetzt gerade nicht da ist, ist ein wöchentlicher Podcast, den ich produziere. Ich bin Journalist, ich arbeite seit knapp 20 Jahren als Freier, vor allen Dingen für den Deutschlandfunk, fester Freier fürs Hauptstadt- und Landesstudio in Berlin und mache seit 2005 Podcasts, habe angefangen mit dem Küchenradio und dann kam immer so mehr dazu und jetzt seit anderthalb Jahren mache ich halt mit Ulf zusammen die Lage der Nation. Ulf ist Richter am Landgericht und jetzt Abgeordneter zum Berliner Verfassungsgerichtshof. Und ist halt Jurist und Aktivist und das Format ist nicht besonders originell. Wir setzen uns halt am meistens freitags zusammen und reden eine Stunde, anderthalb über die Dinge der Woche, die politischen, die uns am meisten interessieren. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Lage, hört die Lage? Also schon die Mehrheit, aber es gibt ein paar, die nicht, deswegen ganz herzlich willkommen zur Lage. Kurz mal ein Soundbite, einfach so mit, damit diesen 30 Sekunden oder 40, damit ihr da mal so ein Gefühl dafür kriegt vom Ton. Ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 66 vom 15. September 2017, 9 Tage vor der Bundestagswahl. Ganz herzlich willkommen auch den neuen Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt hier sich so zum ersten Mal oder zum zweiten Mal reintunen in die Lage. Wir fassen hier am Ende der Woche das politische Geschehen hierzulande und manchmal auch im Ausland zusammen, versehen das Ganze mit ein bisschen persönlichen Eindrücken und etwas Meinung und hoffen, dass wir euch damit ein bisschen unterhalten und im Leben voranbringen. Wir, das bin ich, Philipp Banse und Ulf Brummeyer. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr dabei seid und wir stürzen uns mitten hinein in die Diskussionen, Philipp hat es gerade schon gesagt. Wir sind am Tag 9 vor der Bundestagswahl, heute, wo wir hier zusammensitzen. Langsam wird es spannend, Philipp. Langsam wird es spannend. Wir haben in der letzten Woche ja schon so ein bisschen die große Schlachtordnung dargestellt, aber es scheint sich doch noch so ein bisschen was zu verschieben sogar. So, das ist so ein bisschen der Sound. Wir erklären halt viel, denke ich, kommen dazu einer Meinung, machen aber transparent, wie wir zu dieser Meinung kommen. Das Zweite ist, wenn ihr auch das alles schon kennt, kann man ja zum nächsten Schritt kommen. Wir versuchen das Ganze zu finanzieren. Das war von Anfang an
quasi auch für mich eine Überschrift über dem Projekt, da, weil ich, wie gesagt, seit 2005 Podcast mache. Das war immer gut, aber Geld ist da eigentlich nie bei reingekommen. Ich habe mir vorgenommen, mit dieser Lage, die muss ich mittelfristig irgendwie nachhaltig finanzieren. Das muss jetzt nicht morgen sein, aber das ist schon ganz klar das Ziel. Und ein Ding davon sind halt die Abos, die wir eingebaut haben, die ganz gut funktionieren. Da haben wir jetzt so 500 Abonnenten oder so, die halt 5 Euro im Monat zahlen. Und das ist noch nicht so wahnsinnig viel bei 70.000, 80.000 Zuhörern, aber das liegt auch daran, dass halt Abonnenten noch nie so furchtbar viel bekommen. Also sie kriegen halt einen Livestream manchmal, zuletzt hat er nicht so funktioniert, weil Apple strikt, aber das ist im Kern das, was die Abonnenten bekommen. Sie kriegen so ein bisschen Post-Show, Pre-Show, also so ein bisschen, was wir vor der eigentlichen Sendung reden und was wir so ein bisschen danach reden. Das ist also noch nicht so richtig viel Mehrwert, sondern die Leute machen das in erster Linie, die abonnieren, halt um uns zu unterstützen. Eine zweite Methode ist, ja? Ich habe mal mitgekriegt, dass ihr damit experimentiert habt, Interviews zu führen und einen gewissen Teil des Interviews nur für die Abonnenten zur Verfügung zu stellen. Ist das was, wo ihr noch häufiger mit ausprobieren wollt? Weil damals war das so, dass es irgendwie sehr geschockt kam für manche. Was ist euer Learning? Also der Learning ist, die Idee war, wir haben am Anfang immer gesagt, okay, wir wollen mit dem Ding Geld verdienen, wir machen auch ein Abo und wir überlegen auch für Abonnenten mal Mehrwert speziell extra Audio bereitzustellen. Und dann war halt die Sommerpause, wo wir die normale Lage nicht gemacht haben und dann kam die Idee, da können wir doch mal 2-3 Interviews machen zu Themen, die wir auch in der Lage behandeln und die kriegen dann halt entweder nur die Abonnenten oder einen Teil davon. Und dann haben wir am Anfang gesagt, das erste Interview mit Axel Friedrich, so einem Umweltberater, der auch diesen Dieselskandal mit losgetreten hat, okay, Stunde Interview, halbe Stunde für alle, halbe Stunde nur für Abonnenten. Und das Echo war gemischt. Ja? Die Abonnenten. Das war gemischt. Also viele haben sich an Kommentaren aufgeregt, Wahnsinn, jetzt macht ihr eine Paywall und das wolltet ihr doch nie und das muss für alle frei sein und jetzt wollt ihr nur noch Geld verdienen und so. Und das lag auch daran, dass ich das maximal schlecht verkauft habe, also in diesen freien Versionen, ja, wo ich, da war dann das Interview, kam das Interview und dann war auf einmal so, pop, danke, das war's, wenn ihr den Rest hören wollt, macht ein Plus-Abo, danke, tschüss. Und ich habe das selber gehört abends im Bett und dachte so, okay, das kam ja für mich überraschend und das war schlecht. Also das hat viele verstört, so, ne, die auch uns sehr wohlgesonnen sind, aber das kam gar nicht gut an. Also das war das Learning, also wenn du sowas machst, da musst du das erklären, da musst du am Anfang sagen, hey, ihr hört jetzt ein Interview, das ist die erste halbe Stunde und die zweite halbe Stunde, ne, da kommt dann, das könnt ihr für Abonnenten und das machen wir aus dem und dem Grund und das könnt ihr dann so und so machen und am Ende muss dann so ein bisschen Musik kommen, was dann so ein bisschen darauf hindeutet, dass das jetzt zu Ende sein könnte und so. Also diese Verkauf und die Erklärung von wenn man sowas macht, ist mega, mega wichtig. So, das haben wir beim zweiten Mal, habe ich das dann gemacht, bei Altmaier, habe ich dann am Anfang gesagt, hey, das ist Altmaier, da gibt es jetzt 75% sind für alle und 15% sind für die Abonnenten. Da war der Aufschrei schon nicht mehr ganz so groß, weil es besser erklärt war und natürlich war mehr für alle und weniger für den Rest und das Interview insgesamt war auch schlechter, sodass es weniger attraktiv war, dieses Angebot. Man hatte weniger das Gefühl, was zu verpassen, weil, naja, was soll denn in den letzten 15 Minuten schon kommen? Und beim dritten haben wir halt gesagt, okay, das ist halt für alle. So, ne? Und wenn du fragst nach den Learnings, dann ist es ganz klar, extra Content ist extra Arbeit. Also das darf man echt nicht vergessen. Ne? Das sind 3 Interviews, da habe ich mich vorbereitet, bin ich hingefahren, habe das mit denen gemacht, geschnitten, veröffentlicht. Also das ist mindestens ein Tag pro Interview. Das musst du halt wollen. Also andererseits, nach diesem ersten Interview mit Friedrich, wo die Hälfte für alle und die Hälfte für Abo war, haben wir halt auch 30% Abo-Zuwachs gehabt. Auch. Ja. Das ist auch die Wahrheit. Also, und dann kommt dazu, in den Kommentaren, das Feedback war, wie gesagt, die Diskussion war sehr erhitzt und dann ist aber immer schwer zu überlegen, wie repräsentativ ist das denn jetzt? Ja, wir haben, wie gesagt, mehrere 10.000 Hörer, Hörerinnen und dann sind da 5 Leute oder 10, die sich wahnsinnig aufregen. Das sind aber auch die häufigsten Kommentare, also die das still ertragen, die melden sich ja nicht. Genau, also okay. wo Leute dann sagen, ja, war jetzt nicht so optimal, aber mei, der Rest ist schon okay und die haben jetzt 70 Folgen, 1,5 Stunden für alle gemacht, umsonst,
mal sollen sie es halt machen, die kommentieren nicht oder es hat einer oder eine kommentiert. So. Also das ist so ein bisschen schwierig. Wir haben das jetzt erstmal auf Eis gelegt. Also es war sehr interessant. Ne? Also so nach dem Motto, wenn das Interview gut ist, aber auch nur, wenn es gut ist und interessant, dann tendieren die Leute dazu, vielleicht ein Abo abzuschließen. Viele waren dann auch, ja, muss ich dann gleich ein Abo abschließen für 5 Euro im Monat? Warum kann ich nicht 1 Euro einwerfen und mir das Ding selber machen? Das ist ein bisschen technisch komplizierter, das neu zu machen. Da würde ich dann sagen, na Gott, ihr schließt halt ein Abo ab für 5 Euro und kündigt das sofort wieder. Man, jetzt kannst du ja monatlich kündigen, das zahlt ja 5 Euro und dann ist gut. So, ne? Also das finde ich jetzt nicht so valide. Aber es ist halt vor allen Dingen viel mehr Arbeit. Viel mehr Arbeit gewesen, das zu machen. Mehr als gedacht. Das zu moderieren und so. Ulf hat das ja alles gemacht. Sich mit den Leuten dann so rumzuschlagen und da zu argumentieren, das ist echt viel Arbeit gewesen. Die zweite Sache, wo auch ungefähr nochmal so viel Geld ungefähr reinkommt, sind Spendendaueraufträge. Das ist für uns natürlich attraktiv, weil wir davon wirklich 100% kriegen. Also wenn uns jemand 5 Euro per Dauerauftrag überweist, kriegen wir 5 Euro. Bei dem Abo gehen halt 8-9% runter für diese PayPal-Gebühr oder nicht PayPal, aber Dienstleistergebühr und für Memberful, diesen Dienstleister, mit dem wir das Abo machen und so. Lage hören, wir sind auf Spotify, da haben wir vielleicht so 2.000-3.000 Zuhörer oder sowas, einfach weil wir versucht haben, da neue Leute zu erreichen, denen Podcasting zu kompliziert ist und es ist ja eine bekannte User Experience und ist aber auch sehr limitiert, wie man links sieht. Rechts ist halt, das ist so, wie uns 90% der Leute hören, nämlich in einer Podcast-App auf einem Smartphone. Der Vorteil ist, man hört das, man hat Kapitel, kennen viele von euch vielleicht. Man hat sozusagen die Beschreibung zur Sendung, die sieht man in der App und man kann sozusagen Kapitel einfügen und in der Sendung hin und her springen. Wir müssen in die per Tab, da ist, wie quasi von Musiktrack zu Musiktrack in Spotify oder an anderen. So, jetzt haben wir noch eine letzte Feedback-Runde. So, und man sieht sofort auch, man hat eine schöne inhaltliche Gliederung, es ist eine 1,5-Stunden-Sendung, man kann relativ schnell erfassen, worum geht's, wie die reden jetzt, da, was weiß ich, kann es gar nicht sehen, ohne Brille, 10 Minuten über Koalitionsverhandlungen, interessiert mich nicht, skip, next. So, das ist irgendwie ganz hübsch an diesen Kapiteln. Dann gibt es natürlich die Webseite, die ist aber relativ unwichtig. Also fürs Hören, fürs Kommentieren mega wichtig, fürs Hören sehr unwichtig. Es sind unter 10%, die unseren Podcast auf der Webseite hören. Ja, der Rest ist wirklich Smartphone. Es ist total wichtig für die Kommentare, da komme ich auch gleich noch dazu. Wir haben auch mal probiert, die Lage auf YouTube auszuspielen. Einfach auch neue Leute zu erreichen, ist relativ easy, aber die Hörerzahlen sind überschaubar. Das sind 400, 500, 600 Views oder sowas. Liegt vor allen Dingen daran, dass wir halt die Regeln von YouTube nicht beachten, sondern wir kippen das einfach da rein mit einem animierten Bild und man kann sich das anhören. Aber das ist halt die Regel. Wenn du die Regeln dieser Plattform nicht beachtest, dann funktioniert das da nicht. So, wir müssten das quasi aufteilen, jedes Kapitel als einzelnes Video und die Leute ansprechen und wahrscheinlich auch im Video. Viel zu viel Aufwand machen wir nicht. Bei YouTube ist schön, dass die halt diese Kapitel akzeptieren. Also wenn man das da reinschüttet, dann werden halt links diese Zahlen blau. Man kann die anklicken und quasi in YouTube von Kapitel zu Kapitel springen. Wir kommunizieren natürlich viel, also das ist so das Einzelprodukt. Und wie kommunizieren wir mit den Leuten? Das ist einmal sehr emotional, das wird vielen von euch auch so gehen. Das eine sind halt die Lagebilder. Wir haben irgendwann mal angefangen zu sagen, Leute, schickt uns doch mal Bilder von dem, was ihr seht, wenn ihr die Lage hört. Da haben wir jetzt weit über 1.000 Bilder bekommen und das hat wirklich einen interessanten Effekt auf uns auch gehabt. Also, weil dieses Podcasting ist ja eine total emotionale Sache und durch diese Bilder ist es so ein visuelles, emotionales Ping-Pong. Die Leute nehmen uns mit in den Alltag, wir sind in deren Alltag, weil die uns hören beim Abwaschen, Radfahren, irgendwie, keine Ahnung. Und die, indem sie uns das aber zurückschicken, sind sie auch wieder, ist ihr Alltag wieder auch Teil unseres Alltags. Also das ist eine ganz merkwürdige emotionale Bindung, die dadurch entstanden ist. Wir haben das dann auf einer Karte auch mal raufgemappt mit den Geodaten, so ein bisschen Fuzzing drin von einem Kilometer, damit die Leute nicht sehen, wo die wirklich wohnen, die einzelnen Leute. Aber das sieht man dann halt auch schön wirklich aus der ganzen Welt und dann melden sich dann Leute und sagen, ja, Mongolei ist noch ist noch ein weißer Fleck, ich bin noch hier in der Mongolei, ich schicke euch mal ein Foto. Also das war irgendwie auch ein ganz schöner sozialer Moment. Dann sind wir jetzt auf Instagram, da kann Chiara mal ein bisschen was zu sagen, weil Chiara erst Praktikantin war und jetzt bei uns mitarbeitet und eben diesen Instagram-Feed betreut. Und ich finde, Instagram ist auch, wir machen das jetzt auch hier im Livestream, für Podcasting eigentlich ein ziemlich cooles sozusagen so ein Begleitkanal, Chiara. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, was du da machst. Genau, also eigentlich war die Idee, dass Philipp sozusagen gesagt hat,
du kannst jetzt mal die Instagram-Seite ein bisschen übernehmen und ein bisschen machen, was du dir vorstellst. Die Voraussetzung ist halt, dass es sozusagen alles zur Lage passt, so vom Inhaltlichen her. Und dass eben sozusagen eine Plattform gebildet wird für diese ganzen Lagebilder. Weil wie ihr schon gesagt habt, es sind sogar, glaube ich, fast 2000 Lagebilder mittlerweile. Und die müssen einfach irgendwo hochgeladen werden, weil das ja auch irgendwie sonst schade ist, wenn wir die einfach nur bekommen und anschauen und das war's dann. Und dann habe ich eben auch angefangen, immer diese Lagebilder hochzuladen, aber dort dann auch relativ schnell gemerkt, weil das alles Social Media etc. ja sehr, sehr schnelllebig ist, dass da auch trotzdem irgendwie das Interesse so ein bisschen relativ schnell einfach wieder nachlässt, weil wenn man dann halt mal nicht auf die Instagram-Seite schaut, dann verpasst man halt zwei Bilder nach dem Motto. Und dann schauen die Leute halt auch nicht mehr drauf. Und dann haben wir uns einfach überlegt, dass wir das Ganze noch ein bisschen weiter nutzen könnten. Wir könnten jetzt zum Beispiel Livestreams machen, wie wir jetzt zum Beispiel auch gerade einen aufnehmen, indem wir direkt die Follower dazu auffordern, dass sie zum Beispiel Fragen stellen und dann beantwortet Philipp in dem Fall die oder eben Ulf. Und wir machen aber noch verschiedene andere Sachen. Also ihr seht eben oben auch immer das Logo, zum Beispiel Lage aktuell und Lagebilder haben wir. Bei den Lagebildern, das sind einfach immer die Lagebilder, die wir hochladen. Und bei Lage aktuell sind dann alle möglichen neuen Sachen. Also jetzt in der letzten Woche war eine Rabattaktion mit den T-Shirts zum Beispiel. Da kommt dann auf jeden Fall ein Post oder wenn eine neue Folge kommt oder wenn wir eine Lage live veranstalten oder jetzt auch sowas wie der Innovation Day, dass einfach so Neuigkeiten auch immer wieder auf Instagram weiterverbreitet werden und man dadurch auch nochmal irgendwie, wenn man wissen möchte, was ist jetzt gerade aktuell, muss man sich nicht die ganze Folge anhören sozusagen, um zu hören, was es für Neuigkeiten gibt, sondern kann sie eben auch schnell dort nachschauen. So nach dem Motto. Und ich finde, Instagram ist ein schönes Begleitmedium für einen Podcast, weil gerade für einen wöchentlichen, weil wir halt nur einmal in der Woche irgendwo aufschlagen und in diesem Instagram-Feed sind wir halt auch visuell irgendwie zwischendrin präsent. Man kann mal so einen Livestream machen, den die Leute fragen, also was so Community-Building und Kontakt mit den Leuten angeht, finde ich, ist Instagram eine ziemlich gute Sache, ist aber eben auch aufwendig, deswegen macht Chiara das auch, weil man auch da eben die Regeln dieses Kanals kennen muss und man muss darauf achten, sonst funktioniert das einfach nicht. Wir haben vorher das so ein bisschen nebenher laufen lassen, ich habe da hin und wieder mal so reingepostet, das hat überhaupt nicht funktioniert. Seit Chiara das macht, ich weiß nicht, haben die Zahlen vervierfacht oder so, was diese Follower angeht. Inwieweit die jetzt auch direkt dann alle die Lage runterladen, das kann ich nicht beurteilen, aber es ist einfach ein schöner Kanal, um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Wie gesagt, Livestream, glaube ich, kann man, wisst ihr wahrscheinlich, wie das geht, haben wir relativ schnell mal aufgesetzt. Da waren dann auch ratzfatz 300-400 Leute im Stream und haben zugeschaut. Also ich fand das sehr, und haben Fragen gestellt, wie wir politische Sachen so sehen und ich das so sehe. Also ich war aber total aufgeregt, das muss ich auch sagen. Also ich meine, ich sitze ja nun echt nicht das erste Mal vor der Kamera, aber als dieses Ding losging, war ich echt ein bisschen nervös. Ich dachte, ah, da gucken jetzt Leute zu auf Instagram und so. Und dass ich schon das ein oder andere Mal live auch im Internet war und auch so mit dem Smartphone und dem Video auch schon mal was gemacht hätte. Aber es ist echt irre, dadurch, dass das jetzt das erste Mal live auf Instagram ist, ist das irgendwie was anderes. Das ist ganz cool. Ja. Obwohl es einfach nur Smartphone, Kamera, viel Leute zu und so. Ja. Anyway. Also, you get the idea. Dann machen wir Live-Events, also sowas wie jetzt heute Nachmittag, Lage live, so 2-4 Mal im Jahr, wo dann 100 Leute kommen, ein bisschen Eintritt zahlen und wir machen einfach eine Lage live, Ulf und ich, auf einer Bühne. Das ist auch super, also das macht total Spaß, die Lage zu machen sowieso, aber eben auch das mit den sich mit den Leuten zu treffen, die kommen und stellen Fragen und lernt sich kennen, das ist wie so ein Familientreffen. Also da kommen dann auch Leute immer regelmäßig, 2-3 Mal sind jetzt Leute, die jedes Mal dabei sind. Und das ist einfach echt schön, was so Kontakt mit den Hörern angeht. Dann, wie ist die Kommunikation inhaltlich? Kommentare habe ich gesagt, ganz wichtig auf der Seite. Also da haben wir 100, 200 Kommentare, was für einen Podcast relativ viel ist. Und ja, pro Folge so. Ne? Ich schwank ein bisschen jetzt mit MeToo und so, explodiert das gerade so ein bisschen, aber so 100, 100,
100, 200 sind dann schnell zusammen. Und für uns ist das halt inhaltlich wahnsinnig interessant. Also dies zum Beispiel ist ein Post, der hat wirklich viel losgetreten. Wir haben in der Lage darüber geredet, Einwanderungsgesetz. Wir haben uns angeguckt, was fordern denn die Parteien, was schwebt denn so vor in Sachen Einwanderungsgesetz. Und da schwingt ja immer so mit, Einwanderungsgesetz, das ist so die Antwort auf alle diese ganzen Migrationsprobleme, weil man kann ja in Deutschland, man kann ja nach Deutschland eigentlich nur, sagen wir mal, als Flüchtling kommen und so ein bisschen Asyl beantragen geht ja irgendwie auch nicht mehr wegen sicheren Drittstaaten und so. Also eigentlich gibt es eigentlich keine sichere Möglichkeit, irgendwie anders nach Deutschland einzuwandern als als Flüchtling. So, meldet sich ein Kommentator und sagt, ich moderiere hier übrigens so ein Forum für Leute, die nach Deutschland einwandern wollen. Und by the way, es gibt einen ganzen Sack voll strukturierte Einwanderungsmöglichkeiten nach Deutschland. Für alle möglichen, nicht nur für Akademiker, auch für Putzfrauen und Krankenschwestern und Arbeitssuchende und Studierende und Studierthabende und alles Mögliche, gibt es richtig strukturierte Einwanderungsmöglichkeiten. Das haben wir dann mal ein bisschen nachrecherchiert und in der Lage nochmal besprochen. Dann kam NTV und hat irgendwie die FDP dazu befragt und so, weil auf einmal dieses Ding weg war, es gibt keine Möglichkeit nach Deutschland einzuwandern. Stellt sich raus, doch, es gibt jede Menge und dieses Einwanderungsgesetz erschien dann auf einmal in ganz anderem Licht, sondern es war nicht mehr so, wir müssen da was neu erfinden, sondern es ist eher so, wir müssen das, was wir haben, eigentlich so ein bisschen besser bündeln. So. Und das war ist losgetreten worden, diese ganze Diskussion, durch diesen Kommentar. Und das ist wahnsinnig wichtig. Ulf macht die Community Management und moderiert die Kommentare und wir nehmen dann auch immer die Kommentare und Chiara kopiert dann so ein paar Fragen und die besten in unser Google Doc, das zeigen wir auch gleich noch. Und dann findet das sozusagen wieder Einfluss in die Sendung. Fazit so ein bisschen, was braucht also ein guter Podcast, weil das ja auch in der Ankündigung stand, meiner Meinung nach, ne? Es ist also eine überschaubare Anzahl von Persönlichkeiten. Ja? Also es gibt Leute, die finden uns richtig scheiße, ja? Absolut unhörbar, selbstverliebt, es geht gar nicht. So. Und es gibt aber auch Leute, die mögen uns. Und wenn du dazwischen hast, dann funktioniert das nicht, sondern du brauchst Leute, an denen man sich reiben kann. Uns dürfen nicht 10 sein, sondern es müssen irgendwie eine überschaubare Anzahl sein von Leuten, mit denen man sich identifizieren kann. Zumindest so, da können dann wechselnde Gäste sein, aber es müssen 1-2 Leute sein, die immer da sind. So, mit denen man sich identifizieren kann, an denen man sich reiben kann. Es muss regelmäßig sein. Ich finde, es sollte auch ausführlich sein. Ich mag Podcasts nicht, die sich sozusagen künstlich beschränken auf 15 Minuten oder 20 Minuten. Wir haben diese Zeit und wir haben die Kapitel und man kann, wenn es einen langweilt, durch die Kapitel skippen und sich sozusagen so durch die 1,5 Stunden auch schneller durchhangeln. Ich finde, Kommunikation mit den Hörern ist super, super, super essentiell. Das macht das Ganze aus, dass es eben eine Zwei-Wege-Sache ist. Wir sagen was, wir erzählen was, wir wissen nicht alles, die Leute melden sich, verbessern uns, regen sich über uns auf, wir lernen dazu, nehmen das Feedback mit in die Sendung, lesen die Kommentare, da sind so viele, die Leute machen sich so eine Mühe. Das ist nicht nur, ich bin Erster, ich bin Zweiter, ihr seid doof, sondern wirklich, die strukturieren das, lesen nach, packen Links rein, Quellenangaben, das ist wirklich, wirklich super interessant. Metadaten, finde ich, sind mittlerweile Pflicht, also Shownotes, ne, Links, also alle, wir referenzieren alle Artikel, die wir gelesen haben, auf die wir uns beziehen, in diesen Shownotes, wir machen Kapitel, demnächst auch Transkripte, kann ich da noch was zu sagen. Und wichtig ist, Podcast muss für Podcast gemacht sein. Also das haben jetzt auch sozusagen auch öffentlich-rechtliche Sender verstanden, der Spiegel hat das auch verstanden, das haben viele verstanden, dass sie nicht sagen, wir machen einen wir machen einfach nur was fürs Radio und packen das dann als Podcast, sondern wir produzieren Podcasts explizit für dieses Medium. Das ist also diese Lehre, wenn du ein erfolgreiches Format machen willst, dann musst du es für den Kanal machen, in dem es verbreitet wird. Und das bedeutet eben für Podcasts, das muss fürs Podcasting gemacht sein. Ein lockererer Ton, eine direkte Ansprache, Kommunikation mit den Leuten und nicht einfach nur Zweitverwertung aus irgendeinem linearen Programm. Ja, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das kann man ja hier auch, ich weiß nicht, wer von euch fürs Radio arbeitet oder da irgendwie involviert ist. Ich glaube, dass diese ganze Live-Geschichte bei vielen Formaten zurückgehen wird. Es wird für einige Sachen noch Sinn machen, diese Morgenschienen im Deutschlandfunk, diese Primetime, diese Infosendung. Aber für ganz viele Sendungen, Magazine, 14.30 Uhr am Samstag, Sonntag, Nachmittag, da wird dieses Live-Ding, das wird nachrangig werden. Und die Sender zerfallen in einzelne Sendungen. Und wenn man sich diese iTunes-Charts anguckt, dann steht da nicht ARD oder Zeit, sondern und der Deutschlandfunk, sondern es sind einzelne Sendungen, die da auftauchen. Ne? Und so wird das, glaube ich, immer mehr sein. Und das bedeutet halt für die Sender, dass sie wahnsinnig viel sich auch umstrukturieren müssen. Sie müssen mehr Ressourcen für diese On-Demand-Produktion bereitstellen und weniger für diese linearen Sendungen. Und sie müssen halt auch, das machen sie ja auch mehr und mehr, originäre Podcasts produzieren. Und sie müssen auch ihre Technik verbessern. Man sieht das hier. Also wenn man im Deutschlandfunk sich ein Audio anhört, dann wird auf dem Smartphone der Screen schwarz.
Und man klickt drauf, man hört das Audio, Screen schwarz. So, es geht besser, ne? Also hier ist zum Beispiel ein Player, unten ist der Link dazu. Da wird eine Audiodatei abgespielt und es ist automatisch ein Transkript generiert worden aus dem Audio. Das wird unten angezeigt, während man oben das Ding abspielt. Und wenn man sich ein Zitat markiert, dann springt der Audioplayer genau an die Stelle, wo dieses Zitat ist. So. Und das finde ich ist, das ist da, das ist kein, das funktioniert, das kann man machen. Und ich finde, das müssen sich öffentlich-rechtliche Sender einbauen. So, das war es jetzt zu unserem theoretischen Überblick, was wir so machen. Bevor wir jetzt zeigen, wie wir das produzieren, wäre jetzt die Gelegenheit für Fragen, Nachfragen, Anmerkungen. Werbung macht ihr nicht im Podcast? Bisher nicht. Also wir haben einen Vertrag geschlossen mit der AS&S, heißt die. Das ist eine Firma, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland vermarktet. Das bedeutet, wenn ihr bei 1 Live oder irgendeinem anderen öffentlich-rechtlichen Sender Werbung schalten wollt, dann geht ihr zu denen. Und die haben jetzt auch 3-4 Podcasts mit im Programm. Und der Vertrag ist geschlossen. Wir warten, dass was kommt. Bisher ist noch nichts gekommen. Und wie wollt ihr das dann aufbereiten? Also macht ihr es wie die Amis, die mir dann, also wo die Moderatoren Werbung machen? Ja, also die nennen das, also es gibt im Kern, gibt es 3 Werbeformate, die da diskutiert werden. Das eine ist, die nennen das, glaube ich, Sponsoring. Ja, da wird dann ganz am Anfang präsentiert von Wagenation, präsentiert von X, das ist das eine. Das zweite ist, ja, also da wird dann ein fertiger Audioclip von Länge X angeliefert und wir spielen den rein. Und das dritte nennen die Native Advertising. Ich finde diesen Begriff ein bisschen irreführend, weil für mich Native Advertising ein Format ist, wo Werbung und redaktioneller Inhalt verschwimmt, und zwar ganz bewusst verschwimmt. Ja, also wenn ich dann New York Times nehme, irgendwie eine ganze Seite über, ich weiß nicht, irgendwas, Thema X, ja, und irgendwo unten ist dann Native Sponsored by. Ja, das Ganze, das sehen aber nur Experten. Jeder normale Leser, der liest das Ding und denkt, ja, das ist halt, Layout ist das gleiche, Duktus ist der gleiche, Autoren sind die gleichen, das ist ein Artikel von der New York Times. Aber unten steht bezahlt von. Das wird bei uns nicht der Fall sein. Also wenn wir Werbung machen, dann wird es für jeden sonnenklar sein, Ping, Audio-Trenner, Werbung. Aber ihr trotzdem? Aber wir tragen das vor. Aber das ist, ich weiß nicht, ob der amerikanische Podcast kennt, das American Life und so, die machen das auch, ne? Und die ganzen, und die erzählen aber immer, warum sie es echt gut finden, diese Matratze, auf der Matratze zu liegen, und die Unterwäsche ist auch echt bequem. Kann ich das mal euch dann auch vorstellen? Ja, ja, genau. Also es machen ja viele, also wie klingt das dann bei euch? Das weiß ich auch noch nicht. Da bin ich selber sehr gespannt. Also weil das für mich auch ein, also ich werde das machen, ja. Ja, und das ist auch ein Experiment. Also ich bin mir sicher, es wird sich am Anfang total merkwürdig anfühlen. Und es wird auch das eine oder andere Fettnäpfchen geben, in das man reinlatscht. Aber ich habe auch beim Podcasting insgesamt die Erfahrung gemacht, man braucht immer so, sagen wir mal, 3, 4, 5, 6 Folgen, bis man eine Rolle gefunden hat, bis man weiß, wie ist da meine Rolle und wie muss ich das machen, damit sich das für mich richtig anfühlt und auch ethisch okay ist. So, also diese Gehversuche, die gönne ich mir, ja, aber das ist eine Grauzone. Ich habe mir nur gesagt, ich werde niemanden anlügen. Ja. Wenn ich sage, das Produkt ist ich finde das, oder ich finde das Produkt gut, weil ich es ausprobiert habe, dann finde ich es gut, weil ich es ausprobiert habe. Ja. Und wenn ich das Produkt nicht kenne und nicht ausprobiert habe, werde ich das auch nicht erzählen. So. Ja, und der Prozess von dieser Werbegenerierung wird sowas sein wie, also Firma kommt, will Werbung machen und man soll, so ist der Plan, gemeinsam an so einem Text arbeiten. Ja, das wird auch bezahlt, by the way. Also die Firma zahlt dann dafür auch, dass wir, ich, an diesem Text mitarbeiten und versuchen da einen Text zu finden, den ich okay finde und den auch die Firma okay findet. Aber wie gesagt, das ist bisher Theorie. Ja. Was mir nur wichtig ist, ist, es wird immer klar sein, es ist Werbung und es ist bezahlt. So. Und wenn ich sage, ich habe das ausprobiert und ich finde es gut, ja, dann habe ich es ausprobiert und finde es gut. Ja. Wenn ich das nicht sage, dann wird es nicht so sein. So, also das ist mir ganz wichtig. Was zum Arbeitsaufwand sagen, wie viele Stunden in der Woche bist du mit der Lage beschäftigt, du ganz persönlich? Also, ganz einfach zu messen ist die Aufnahme,
Also wir nehmen uns im Kalender, buchen wir uns immer, Ulf und ich, 3 Stunden. So, und das ist halt wirklich das Minimum, was wir brauchen, um zusammenzukommen. Und was haben wir, was steht im Pad, was nehmen wir nicht. Okay, die Zahlen sind unklar, willst du die nachrecherchieren, dann gucke ich nochmal hier. So, da brauchen wir so 1,5 Stunden und dann nehmen wir 1,5 Stunden auf. So, das sind 3. Dann mache ich so ein bisschen rudimentäre Kapitel rein, das dauert vielleicht nochmal, und schreibe so einen Post, das sind vielleicht nochmal 1/2 Stunde, lade das hoch. Dann kommst du, wie lange brauchst du, um das so zur Veröffentlichung? Stunde. So. Ja. Dann macht Chiara sozusagen, lädt alles hoch, zur Auphonic, zeigen wir auch gleich noch, können wir gleich noch zeigen. So, das sind dann, sagen wir mal, 4,5 Stunden plus diese ganze Arbeit unter der Woche. Also Sachen lesen, und zwar mehr intensiver lesen, als man das vielleicht sonst machen würde. Mehrere nochmal lesen, Sachen rauskopieren, ins Pad kopieren, ein bisschen im Pad schon mal vorstrukturieren, dass wir da irgendwie nicht bei Null anfangen, wenn wir uns da hinsetzen. Das würde ich sagen, sind auch nochmal bestimmt 2-3 Stunden. So. Also pro Woche ist es ein Arbeitstag. Ein guter Arbeitstag. So, wenn man dann nochmal, vielleicht nochmal extra wirklich nochmal irgendwo was nachrecherchiert oder hingeht, dann ist es vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das würde ich so sagen. Und Ulf halt auch. Ne? Ulf macht halt dieses ganze Community-Management, der liest immer, beantwortet die Kommentare, schreibt in die Kommentare, diskutiert da und so. So ist der Aufwand. Also da sind vielleicht auch diese Interviews ein ganz gutes Beispiel. Die habe ich alleine gemacht, diese Interviews, weil Ulf im Urlaub war. So. Und da zum Beispiel haben wir gemerkt, so, ja, das passte nicht mehr so richtig in dieses Format, weil zu dem Format Ulf gehört. Wir machen das beide. So. Hätten wir diese Interviews beide zusammen gemacht, wäre das wieder reingepasst. Aber da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich würde in diesem Feed von der Lage der Nation nichts mehr veröffentlichen, was nur ich alleine mache. Weil das ist nicht die Lage, das ist was anderes. So, ja? Während inhaltlich, solange so ein paar Randbedingungen, wir machen das regelmäßig, es ist 1,5 Stunden, es ist wirklich die politischen Themen der Woche, in diesem Rahmen kann man experimentieren. Also wir haben jetzt ja auch die Lea mit reingenommen, so als quasi Außenpolitik-Korrespondentin, wenn du so willst, die hin und wieder mal ein Thema vorbereitet. Die hat auch noch nicht so viel im Radio gesprochen, die muss ich auch erst da ihre Rolle finden, so, ja, aber das dauert eben so, aber das, ja, und das gibt es dann auch mal Kritik irgendwie, dass sie ja das noch nicht so selbstbewusst machen, und ich sage, ja, hat sie auch noch nie gemacht, so, ne, also muss es ein bisschen lernen, das ist ein bisschen Übung, so, aber das ist ein Experiment, was ich immer, was ich sage, klar, das gehört dazu, ja, und das ist so, also ich würde sagen, man stellen sich schnell so ein paar Grundparameter raus, wie Ulf und ich machen das zusammen. Es muss regelmäßig sein, es müssen die 5 politischen Themen der Woche sein. Und darin kann man eine Menge experimentieren. Wir haben O-Töne reingenommen, manchmal ist es doof, manchmal ist es gut. Wir haben Gäste mal angerufen, das war auch unterschiedlich gut. So, ja, gab es dann auch Kritik. Aber das macht eben diesen Podcast aus, wenn die Leute sich dann melden und sagen, das war doof, und man sagt, ihr habt euch gemeldet und gesagt, war doof, und ehrlich gesagt, so richtig davon waren wir auch nicht überzeugt, dann lassen wir das wieder, dann verzeihen einem die Leute auch Fehltritte, weil sie wissen, gut, da wird halt was ausprobiert, aber wenn es halt zu doof ist, dann können wir uns auch melden und dann wird das wieder revidiert. So. Und ich glaube, das macht so ein bisschen diese Kommunikation, macht auch die Toleranz, sag mal, die Fehlertoleranz bei den, oder Fehlerakzeptanz oder so, wie du es nennen magst, bei den Hörer, Hörerinnen, macht es größer. Ja, weil sie wissen, ja, die probieren es aus, es geht halt mal was schief, dann lassen sie es halt wieder. Aber manche Sachen funktionieren auch und die bleiben. Und das macht es insgesamt besser. Du, daran direkt anschließend, du hast auch gesagt, so, was das Beispiel Deutschlandfunk auch gezeigt, was dieses Format unterscheidet, ist zum Beispiel der lockerere Ton und mehr experimentieren, auch mehr Fehler machen. Aber gerade weil du ja selber auch von Haus aus Hörfunkjournalist bist, wenn du an dieses Format rangehst, gehst du da mit dem gleichen professionellen Anspruch auch ran, dass es zum Beispiel journalistisch sauber sein muss, dass Sätze sitzen müssen, dass die Präzision sitzen muss, oder sagst du einfach, nee, da kann man eigentlich auch ein bisschen lockerer reingehen? Ich frage auch deswegen, weil mir dann immer mal wieder so auffällt, ihr seid ja auch zum Teil viel
in Anführungszeichen jetzt ein bisschen am Rumeiern, sind es jetzt schon Koalitionsverhandlungen oder sind es Sondierungsgespräche, aber du denkst so, Alter, normalerweise würdest du das vorher klären. Ist so, so der, du bist das nicht gewohnt, dass sowas halt, so eine Unsicherheit live verhandelt wird vor dem Mikrofon oder auch die Lea, die von außen kommt, wo du sie nach Fakten fragst und sie sagt, ich meine und moderiere damit an Sachen, die sie eigentlich weiß, aber du denkst, so sagt das, das würde man normalerweise nicht durchgehen lassen. Wie ist das für dich dann als Journalist? Also, der Anspruch von mir an dieses Ding ist, dass es ein journalistisches Format ist. Und was heißt das? Das heißt, dass wir dass Fakten und Tatsachenbehauptungen, die wir da in den Raum stellen, dass die nach bestem Wissen und Gewissen stimmen müssen. So. Und wir haben auch schon Themen sein lassen, weil wir in der Vorbereitung gemerkt haben, das kriegen wir nicht dicht. Das ist, da wissen wir nicht Bescheid, das ist alles zu, kann man nicht, also raus. Machen wir gar nicht oder nächstes Mal. Wie ich da reingehe, ist, manchmal erwische ich mich sogar dabei, dass ich kriege einen Auftrag. Willst du kurz die Kamera ausmachen? Ich kriege einen Auftrag für Deutschlandfunk und muss ein Thema recherchieren und denk so, ah ja, na, eigentlich bist du jetzt fertig. Und dann denkst du so, aber könnte man auch Freitag was in der Lage darüber erzählen? Dann mache ich nochmal ein bisschen weiter. So, das gibt es auch. Ja? Weil da ich dann auch so ein bisschen das Feedback der Leute fürchte, ne, wie du irgendwie so, ah, Leute, irgendwie Koalitionsverhandlungen, Sondierungsgespräche, das müsst ihr wissen. So, ne? Also da ist sozusagen das Bashing gleich viel größer. Ja? Also der Anspruch ist schon, und das auch von Ulf so, die Fakten, die müssen stimmen. Wir können uns dann in der Meinung, die wir uns daraus bilden, können wir uns verhauen. Da haben wir schon ein paar Mal daneben gelegen, wo wir das hinterher revidieren müssen. Ich finde, das ist legitim. Aber die Fakten müssen stimmen und deswegen, ich habe auch überlegt zum Beispiel, ob ich diese, waren es jetzt Sondierungsgespräche oder Koalitionsgespräche, ob ich das rausschneiden soll. Hätte ich auch schneiden können. Ne? Ich habe es drin gelassen, weil wir uns wirklich nicht sicher waren. Das war halt so. Ja? Und Ulf hat dann ja nochmal nachgeguckt und am Ende ist es in der Sendung richtig. Es sind Sondierungsgespräche. Und im normalen Hörfunk diese Unsicherheiten gibt es auch bei jedem. Die gibt es bei jedem Journalisten, der irgendwo live was erzählt. Kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, weiß ich gerade nicht. Ja? Und häufig erwische ich mich auch dabei, dass man dann so tut, als wüsste man. Und macht dicke Hose und sagt, so ist es. Ja? Weil man sich die Blöße nicht geben will. Und das ist der Unterschied in dem Podcast. Dann gibt man sich die Blöße und versucht das irgendwie gerade zu zerren. Und es macht das Ganze ein bisschen transparenter. Ich finde nicht, dass es das schlechter macht. Ich finde, weil wir diese Frage, sind Sondierungsgespräche oder Koalitionsgespräche, in der Sendung noch gerade gezerrt haben, finde ich, ist es nicht falsch. Wenn es falsch gewesen wäre, wenn wir die ganze Zeit behauptet hätten, es wären so ein Koalitionsgespräch, obwohl es Sondierungsgespräch gewesen wäre, da hätte ich irgendwas hinterher sagen müssen, glaube ich. Weil wir dann in der Sendung was gehabt hätten, was falsch ist. Wird sowas dann kommentiert, solche Unsicherheitsmomente? Also gehen, weil du jetzt sagst, das Bashing ist bei euch, wenn ich richtig verstanden habe, viel größer als. Weil genau diesen Einwand, der kam natürlich in den Kommentaren. Ja. Genau diese Leute, das müsst ihr drauf haben. Mhm. Ob das jetzt Sondierungsgespräche oder noch Sondierungsgespräche oder schon Koalitionsverhandlungen sind. So, aber das zeigt natürlich auch, was die Leute von der Erwartungshaltung an uns haben. Und das finde ich natürlich auch gut, weil nämlich dieses tatsächlich dann ankommt, dass sie von uns erwarten, das ist ein Podcast, die haben ihre Meinung, aber was die da sagen, die Fakten und Tatsachen, die sie behaupten, die stimmen in der Regel. Aber zu der Frage auch, es ist auch manchmal so, dass wenn dann mal was nicht gestimmt hat, was jetzt über irgendwelche außenpolitische Themen war, die vielleicht jemand oder viele nicht so genau wissen und dann irgendwie zufälligerweise einer da ist, der jetzt wie ein Spezialist ist zu dem Thema. Der schreibt dann auch in die Kommentare, ja, da und da war ein Fehler, ich weiß das, weil. Und manchmal kommen dann auch wirklich so ganze Texte, in denen dann auch alles Mögliche verlinkt ist, sozusagen, dass man auch die Belege hat. Und wenn ich das jetzt entweder lese, dann leite ich das an die weiter oder sie lesen es selber. Und dann wird es in der Folge darauf auch nochmal aufgegriffen. Also eigentlich am Ende macht die es mittlerweile immer so, dass am Ende wie so eine kurze Phase ist, in der Feedback gegeben wird und da gehen sie einfach nochmal auf das Feedback zur letzten Folge ein und sagen, okay, da war ein Fehler, das korrigieren wir. Und das ist aber auch irgendwie ganz gut, weil dann entsteht erstens so ein Kreislauf und zweitens auch nochmal dieser direkte Austausch zwischen Hörer und euch. Habt ihr denn das Gefühl schon, weil das noch an eine Sache andockt, nochmal mit dem mehr oder weniger Bashing, habt ihr das Gefühl, dass die Leute an euch höhere Ansprüche stellen als an ein Radioprogramm oder niedrigere? Oder ist es, sie stellen im Prinzip die gleichen Ansprüche wie ein Radioprogramm, bloß im Radioprogramm ist man es eben nicht gewohnt, dass solche Unsicherheiten zum Beispiel thematisiert werden. Wie ist so der Level? Könnt ihr das sagen? Ich habe schon das Gefühl, dass sie an uns
an uns genau die gleichen Anforderungen stellen wie an normale journalistische Programme. Das ist schon so das Gefühl. Also, dass sie wollen, dass die Sachen richtig sind und dass sie wollen, dass sie vollständig sind und dass sie sich beklagen, wenn wir einen Aspekt vergessen haben. Ja, nicht völlig falsch, aber da habt ihr was riesig Großes einfach übersehen. So, das müsst ihr besser machen. So, das sind ja klassische journalistische Kriterien, so, ne, die da an uns gestellt werden. Und das freut mich, weil das ist der Anspruch. So, ne. Ja? Wenn du sagst, dass die Leute die gleichen Ansprüche an euch stellen wie an die Radioleute und wenn du eben gesagt hast, die Öffentlich-Rechtlichen müssen auch viel mehr solche Produkte für On-Demand bereitstellen, könntest du dir denn dann vorstellen, tatsächlich, dass so ein Format von Deutschlandfunk demnächst verbreitet würde? Also wenn die sagen würden, hey Philipp, willst du es nicht lieber für uns machen, wir zahlen auch und so? Also ich habe mir den Gedanken auch schon gemacht, weil es auch schon so diverse Anfragen, nicht so richtig konkret, aber das stand schon mal so um die Ecken, gab es schon so Ideen. Es ist nicht beim Deutschlandfunk, bei anderen Medien und so. Und ich habe mir da auch gefragt, wie wäre das, wenn so eine Institution auf uns zukommt und wirklich das auch angemessen bezahlen würde. Und ich glaube, ich würde es nicht machen, weil ich glaube, dass die Macht des Ökosystems enorm ist, in dem man sich bewegt. Und das heißt dann, ihr habt alle Freiheiten und ihr könnt es alles machen, wie ihr wollt. Ja? Und dann erfährt man aber beim Kaffee oder über drei Ecken so, ja Mensch, dieses Fluchen und so. Und also da war neulich, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da kam schon so ein bisschen aus der Redaktion so Feedback, so muss das sein, passt das zu unserer Marke und so. Und da kannst du dich dann tausendmal beschwören, das interessiert uns alles nicht, wir machen unseren Stiefel. Du bist dann, und gerade wenn es so viel Geld gibt, abhängig, ja, du richtest dein Leben darauf aus, du gibst andere Jobs auf und so und du bist dann in einer abhängigen Beziehung und du weißt genau, ja, da können sie tausendmal sagen, ihr habt alle Freiheiten, wenn dann irgendwie der Chefredakteur wechselt oder, ja, dann bist du doch raus. Und ich habe so ein bisschen Angst vor dieser Normierungsschere im Kopf. So, hier weiß ich, es sind nur Ulf und ich, die uns irgendwie bekappeln müssen und die Leute, die zuhören und das war's. Also weitergeführt heißt das ja dann aber auch, du forderst zwar, Öffentlich-Rechtliche sollen Podcasts machen, aber du glaubst auch, dass sie es eigentlich gar nicht können aufgrund der Ökosysteme, in denen die dann entstehen. Das würde ich nicht behaupten. Ich würde zum Beispiel sagen, die beiden, die sie da jetzt machen, der Deutschlandfunk, da bin ich eher positiv überrascht. Mhm. So, das mag für Außenstehende kein großer Unterschied sein, so Deutschlandfunk morgens und diese Podcasts, aber ich höre den schon und ich bemerke den schon und ich kenne ja die Leute, die das machen und ich meine da zu empfinden, dass sie eben durch dieses andere Ökosystem, ja, sie haben da sozusagen, sie bewegen sich ja von einem relativ reglementierten, also die Informationen am Morgen hin zu einem bisschen freieren, wo die Ansage ist, ihr könnt erstmal ein bisschen machen, was ihr wollt und ich finde, das merkt man. Ja, dass sie da anders auftreten, andere Haltung haben, sich duzen und so ein bisschen so eine andere Tonlage da reinkommt, weil das Ökosystem ein bisschen anders ist. Ich würde mich, wenn wir uns von der Lage in sowas bewegen würden, in eine andere Richtung bewegen, in ein etwas reglementierteres Ökosystem. Und ich glaube nicht, dass sich das auf uns positiv auswirken wird. Was hat denn Deutschland... Du hattest dich, glaube ich, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, aber ein Unterschied, den ich auch feststelle, und ich komme vom Öffentlich-Rechtlichen, ist die Hörästhetik, die ich oft vermisse. Also zum Beispiel irgendwie so ein Spiegel-Online-Podcast, das ist wirklich nur irgendwie ein Dialog und der ist audiotechnisch, finde ich, nicht besonders gut gemacht. Und das stört mich auch bei Zeit Online. Ist es euren Zuhörern irgendwie wichtig, dass da so kleine, vielleicht, also dass es auch hörakustisch irgendwie, also hörästhetisch schön ist? Was meinst du mit hörästhetisch schön? Also es macht bei der Tag ist es ja so, da gibt es ein paar, also nicht Musik, aber hier so so kleine Jingles und genau, so ein bisschen Musik, genau, am Anfang, Intro, Outro, ja, und so. Ja, also O-Töne, das... O-Töne manchmal aus der Kiste gegriffen. Also O-Töne machen wir ja auch, so spielen wir auch ein. Das finde ich halt jetzt weniger mit... Das hat einfach was damit zu tun, dass es einfach, ja, mit der Qualität, in der innerlichen Qualität von O-Tönen, also dass es manchmal schöner ist, den oder diejenigen selber zu hören, als wenn man das paraphrasieren muss. Aber was so dieses ganze, sagen wir mal, diesen Ear-Candy angeht mit Intro und ein Bling, ja, hier und ein Trenner da und so,
da bin ich vielleicht auch ein bisschen bockig und ein bisschen trotzig, weil ich 2005 eben genau, sagen wir mal, in diese Podcast-Reihe gekommen bin, weil ich darauf keinen Bock mehr hatte, sondern weil es sozusagen so roh, wie es irgendwie gehen sollte, sein sollte und so unproduziert wie irgendwas. Heute würde ich sagen, ich habe einfach für die Lage noch kein vernünftiges Intro gefunden. So, wenn wir eins haben, was irgendwie gut klingt, glaube ich, hätte es mittlerweile mehr Vor- als Nachteile. So, aber es hat keine Priorität. Und die Leute, klar, fragen manchmal, warum habt ihr denn kein Intro und es wäre doch schön und so. Aber es hat jetzt nicht so eine Priorität. Aber das heißt, würdest du sagen, am Anfang war das so ein bisschen der Unique Selling Point? Dass es einfach roh war? Ja, am Anfang 2005 war es das auf jeden Fall. Weil die Leute ein völlig anderes Hörerlebnis hatten. Die haben Leute quasi im Radio-Podcast gehört, die aber so ganz so, ja, geht los, läuft, ja, läuft, okay, auf geht's. So. Na, also ohne Intro, ohne produziert, irgendwie so. Das war was Neues einfach. Authentisch. Aber es ging dann so los, dass wir am Anfang auch gesagt haben, wir nehmen keine richtigen Mikrofone, wir legen einfach irgendwas auf den Tisch und dann läuft's. Und das war dann irgendwann zu nervig. Da haben sich die Leute auch beklagt, weil der Audiosound, der so einfach war, Mist. Und das hat man nicht mehr verstanden. Dann haben wir angefangen, diese Dinger zu besorgen, ein bisschen aufzurüsten, dass zumindest die Verständlichkeit und die Akustik besser wurde. Aber dahin zu kommen, zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt einen Trailer und unbedingt so Trenner und unbedingt so ein bisschen Musik am Anfang und am Ende, so weit bin ich noch nicht. Aber einfach auch, weil ich es noch nicht gefunden habe. Was hat der Deutschlandfunk gesagt. Du arbeitest ja noch für den Deutschlandfunk, ja. Du hast auch damals für den Deutschlandfunk gearbeitet. Ja. Also am Anfang, das erste Feedback, weiß ich noch, da haben wir das Küchenradio gestartet, 2005, das war, lief dann so ganz gut und dann kam halt jemand und meinte so, ha, so ein Redakteur und meinte so, naja, du da mit deinem Küchenradio und so, ne, du weißt ja schon, dass du als freier Mitarbeiter dem Deutschlandradio keine Konkurrenz machen darfst. Sag ich, nee, wusste ich nicht, aber da habe ich noch ein paar mehr Fragen. So, ne? Jetzt ist es eher so, dass das Feedback eher aus den Redaktionen so ist, wie der Banser und der Burmeier, die machen das zu zweit, haben 60.000, 70.000 Zuhörer mit einem Ding. Wir sitzen hier mit 20 Leuten an einem Feature und haben 10 oder 5. So, ne, das ist jetzt eher so, wieder weniger Vorwurf, sondern eher so ein bisschen Selbsthinterfragung. So ein bisschen so, da geht bei uns noch was, da können wir was besser machen. Und das ist ja auch gut. So. Und wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr, seid ihr auch angefangen und hattet irgendwie vielleicht 10 Hörer? Und auf einmal sind es war kein Problem, dass ich das schon 12 Jahre mache. So, ne, also hatte jetzt zwar nicht so eine super Reichweite, aber ich mache es halt auch nicht erst seit gestern. So, das heißt, so eine gewisse Bekanntheit, so Grundbekanntheit war da. Und dann ist es einfach so, das war einfach, wir waren... jetzt gibt es relativ viele, Spiegelzeit und so, aber was so diese politische Wochenrückschau war, da gab es nicht so viele, ne? Da gab es ein, zwei andere noch, aber es war nicht so viel und das fiel halt auf. Ich glaube, wir haben es halt auch ganz okay gemacht, so, ne? Also das gilt schon noch, wenn die Qualität stimmt und ein bestimmtes Maß nicht unterschreitet, kann man da auch seine Leute finden, so seine Zuhörer, Zuhörerinnen. Und dann ist es halt das, was ich gesagt habe, es ist Regelmäßigkeit, es sind Leute, an denen man sich reiben kann, es ist eine gewisse Qualität der Audioproduktion, und es ist die Regelmäßigkeit und diese Themen. Und dann, wenn du das machst, kannst du auch bei Null anfangen. Das geht dann auch relativ schnell. Oder kann relativ schnell gehen. Hinter euch ist eine Meldung. Kannst du noch was zu Technik und Tools zeigen, ja, die klar. Ihr benutzt? Genau, können wir vielleicht jetzt mal machen. Ich stopse das hier mal raus. Ah nee, das war Quatsch. Muss ich ja gar nicht. Also, ich kann ja mal so ein bisschen was zum Workflow sagen. Also, dies hier ist Reaper. Das ist unser Audio-Tool, mit dem wir aufzeichnen. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Ich kann das ja mal hier so ein bisschen größer machen. Das ist also eine Audio-Software, die nennt sich Reaper und die ist, sagen wir mal, gepimpt mit einem Tool, das nennt sich Ultraschall, das ist da oben, Ultraschall 3.0. Und was Ultraschall mit Reaper macht, Reaper ist eine ganz normale Audio-Software, mit Mehrspuraufnahme kann man drin schneiden, exportieren, alles was man mit Audio-Software so macht.
Und Ultraschall ist hingegangen und hat gesagt, okay, wir nehmen uns das und machen das schön für Podcasting. Wir schmeißen alles weg, was man nur für Musik braucht, nicht für Podcasting. Wir machen rein, was man für Podcast braucht und machen das ein bisschen schöner etc. Ist Freeware. Und das, diese Kombi, Reaper und Ultraschall, hat sich für uns extrem bewährt. Also wir nehmen halt in mehreren Spuren auf. Wir nehmen halt hier mit so einem, also man braucht immer ein Audio-Device. Das ist jetzt so ein Focusrite 4-Kanal-Firewire-Ding, geht halt da rein. 4-Kanal, weil, naja, sind jetzt halt manchmal mehr als zwei Leute und wir haben halt diese Headsets und wir setzen uns auf und jeder hört sich. Wir können auch über Leute anrufen, die hören wir dann auch auf dem Kopfhörer und dann nehmen wir auf und dann ist sozusagen, dann landet jede, das kann man jetzt nicht sehen, weil der Beamer über denselben Eingang läuft wie über wie das Audio-Device, deswegen gibt es kein Audio in, aber wenn man das jetzt hier laufen lässt, dann sieht man, könnte man sehen, dass jeder halt seine eigene Spur hat. Ich habe eine, Ulf hat eine, der Gast hat eine und wir haben halt auch O-Töne, die wir einspielen können. Das sieht man hier rechts unten. Da habe ich O-Töne für heute für die Sendung vorbereitet. Hat man jetzt nicht, weil es nicht angeschlossen ist, aber die kann ich halt sozusagen einfach abfahren, wie im normalen Radio auch. Kann man über Play, Stop, das ist ein Ultraschall-Feature, was damit gekommen ist, wo man halt O-Töne reinladen kann und dann hat man unten als letzte Spur hat man die Spur der O-Töne. Ich kann dann während ihr aufnehmen, ist ein bisschen, warte mal, ich zeige das, damit man das ein bisschen besser sehen kann. Kann man das vielleicht so nehmen? So, jetzt seht ihr ein bisschen was zur Aufnahme. Also, dann läuft die Aufnahme und dann kann ich sagen, okay, wir reden jetzt über Sondierungsverhandlungen und dann mache ich Shift-M und kann so ein Kapitel einfügen. Sondierungsgespräche. So, und dann ist da oben Sondierungsgespräch, also dann reden wir so 2 Minuten, 10 Minuten über Sondierungsgespräche, dann sage ich, okay, nächste Kapitel, wir reden jetzt über USA, Trump-Reise. Nächste Kapitel. So, und so quasi reihen sich über die anderthalb Stunden diese Kapitel aneinander und dann sage ich, so, am Ende ist jetzt Schluss. So, Aufnahme beendet, 1,5 Stunden im Kasten. Dann kann ich vorne und hinten noch ein bisschen was abschneiden. Und dann kann ich hier unten sagen, ganz links unten hier, seht ihr das, ist so ein Knopf kaum zu erkennen, sage ich so hier Kapitel exportieren, zack, exportiert. Und Audio exportieren und dann kann ich sagen, mach mir mal jede Spur einzeln, render die mir mal raus. Und dann sage ich, render die mal raus und dann speichert er jede Spur einzeln und die hat er jetzt wohin gespeichert? Muss ich mal kurz gucken. In Lagination Mediafolge. Okay. Die hat er dann hingespeichert unter das Lager Media Lagefolgen 74. So, da sind die Einspieler. So, da hat er mir hier die beiden. Das sind die 4 Spuren, die hat er mir rausgerendert. Und die lade ich jetzt hoch als nächstes. Ne, was machen wir jetzt, das Chiara? Normalerweise, jetzt machen wir erstmal den Post, ne? Ja. Erstmal den Post. So, dann nehmen wir das. Dann können wir sich hier einloggen. Das ist quasi jetzt unser Backend. Dann lasse ich euch mal reingucken. Sage ich hier neue Episode hinzufügen. So, und da kann ich jetzt eine neue Episode hinzufügen, den gebe ich halt einen Titel, LDN 074, mache da irgendwie eine Überschrift rein. Hier, das macht Chiara dann, kommen alle Links rein in diesen Text. Also wir haben einen Google Doc, das kann ich euch auch zeigen, warte. Das ist das Google Doc zur heutigen Sendung. Da sammeln wir sozusagen Begrüßungen, Jamaika-Verhandlungen, SPD, dann war ich auf einer Konferenz, da gibt es O-Töne, so, Bundesverfassungsgericht, Paradise Papers, etc. Das sind so Themen. Das hast du schon, du hast schon so ein grobes Notizenskript, ein grobes. Ja, das ist jetzt eigentlich, da ist Ulf jetzt auch schon durchgegangen, das ist jetzt eigentlich fertig. Damit gehen wir jetzt quasi nachher in die Sendung, weil wir jetzt auch keine Zeit mehr haben für Vorbereitung. Ist halt hier ist ja auch gleich Schluss sozusagen. Und in einer halben Stunde geht es los, aber da haben wir jetzt auch keine Zeit für Vorbereitung, deswegen haben wir das vorher schon gemacht. Und das ist quasi unser fertiges Ding. So, da gehen wir nachher durch. Und da sind dann auch ein paar Links drin. Die fummelt Chiara sich raus, packt die hier in den, das kann ich zuhören, das kann ich zuhören, das kann ich zuhören.
hier in diesen Post rein. Dann, also sagen wir, hier ist jetzt hier bla, sind die ganzen Links drin. Hallo, das ist Link, Link, Link. Dann nimmt sie sich diese ganzen Sachen, kopiert die einmal und geht zu Auphonic. Auphonic ist so ein, ich kann das ja mal Fullscreen machen. So. Auphonic ist so ein Dienst, der macht Audios schön. Also der macht das, also der sorgt dafür, dass Hintergrundgeräusche rausgefiltert werden, dass alles gleich laut ist. Das ist dann mal der O-Ton leiser, mal der O-Ton lauter, Ulf ist leiser, ich bin lauter. Dass es sozusagen ein einheitliches, schönes Klangbild gibt, das macht Auphonic. Und da gibt es dann halt eine neue Multitrack-Produktion, da gibt es da das Preset Lage der Nation. Und da kann man jetzt die einzelnen Spuren alle reinladen, da kann man hier unten das reinpasten, was schon in dem Post steht. Da kann man, und das ist das Schöne, man kann hier Output-Files, man kann aus diesen Ursprung-Files, die wir reinmachen, kann man alle möglichen Versionen machen, MP3s, AACs, alles Mögliche. Und man kann die halt auch, man sieht das hier unten, an Publishing, man kann das an alle möglichen Ziele ausspielen, also an YouTube, auf unseren Server, man kann es zurück in die Dropbox, man kann es zu Soundcloud rausspielen, also es ist sozusagen so ein Distributionskanal, man schiebt ein Audio rein und definiert die ganzen Outputs und es landet auf dem Server als MP3, auf dem Server als AAC, auf dem Server als Kapitel File. Das landet bei YouTube versehen mit diesen Grafiken. Das landet aber auch bei Soundcloud, wenn man das will, oder. Das macht alles auf Honig. So, und dann liegt das sozusagen, wenn das durch ist, liegt das auf unserem Server. Das ist Slack, kann ich auch gleich nochmal was zu sagen. Dann liegt das auf unserem Server. Dann kann man das hier in diesen Post wieder integrieren, zu sagen, so, okay, Audio liegt jetzt auf dem Server. Ist jetzt nicht der Fall, deswegen steht hier unten Not Found. Und wenn das der Fall ist, kann man öffentlichen drücken. Und dann steht es bei uns im Blog, dann macht es Pop bei den Leuten auf dem Smartphone und es ist veröffentlicht. Das ist im Prinzip der Workflow. Und das dauert halt eine Stunde ungefähr. Dieses Kapitelmarken setzen, exportieren, hochladen, Post schreiben, Links reinschreiben, Auphonic machen. So. Slack kennt ihr wahrscheinlich auch, haben wir auch nutzen wir halt auch, und zwar in erster Linie diese Inhalte. Da landet sozusagen alles drin, was wir irgendwie für relevant halten, wo wir denken, kann man mal was drüber machen. Unterwegs lesen wir das Artikel, wenn ich was reinposte, heißt das, Ulf sollte sich das auch mal angucken. Wenn Ulf was reinpostet, heißt das, lies es dir mal durch. So, da sammeln wir so über die Woche. Und da kommunizieren wir auch so Chats. Ich mit Chiara, wir untereinander und so. Das ist so unser Arbeitstool. Genau. Das ist unser Workflow. Mehr ist das nicht. Gibt es was zu Fragen, Anmerkungen? Eine kurze Frage. Wie viel Zeit macht ihr denn tatsächlich so Schnitt an der Audiodatei? Also jetzt außer irgendwie Anfang, Ende und vielleicht irgendwie O-Töne einspielen, macht ihr tatsächlich so denn das Audio noch ein bisschen streamline, irgendwie Sprechpausen raus oder macht ihr da gar nichts? Nee. Also wir machen vorne, hinten ab. Wenn wir uns, also wenn irgendwie das Telefon klingelt oder einer mal aufs Klo muss oder so, dann mache ich einen Marker und papp, schneid das kurz raus. Das war's. Der Rest wird dann, also was so Audio-Soundqualität angeht, macht auf Honig. Also wenn Rauschen drin sein oder ein Brummen drin sein sollte oder es zu leise, zu laut sein sollte, das macht alles auf Honig. Das fasse ich nicht mehr an. Und dann ist es so, wie es jetzt ist. Aber oder so. Ja, es gibt ja Podcasts, die das sehr exzessiv machen. Genau, aber das dauert ja ewig. Also ich bei anderthalb Stunden, ich habe das bei einigen Interviewpartnern gemacht, das war nicht hörbar. Ohne Editing. Also da habe ich die Ass alle rausgeschnitten. Aber das war ein Viertelstunden-Interview, da habe ich alleine schon eine halbe Stunde gesessen, nur um diese Ass rauszuschneiden. Aber auch das war, weil es wirklich extrem war. So. Aber wenn ich da noch hingehe und das bei dem echten Audio mache, das dauert zu lange. Aber ihr zieht dann wirklich durch. Ihr sagt dann nicht, ey, jetzt haben wir uns total verritten. Das ist ja total blöd, wo wir jetzt hier sind. Lass doch mal ansetzen. Das haben wir einmal gemacht. Einmal. Ja. Und dann
war nicht praktikabel oder war irgendwie... Nee, wir haben das einmal gemacht, wo wir gemerkt haben, da sind wir völlig, völlig falsch gestartet und auch anders als verabredet und anders als auch im Skript stand und es war völlig durcheinander und so haben wir gesagt, nee, komm, vergiss, wir fangen nochmal an, komm, das macht so keinen Sinn. Und da haben wir nochmal angefangen. Das war einmal. Und sonst haltet ihr euch wahrscheinlich sehr an euer Google-Doc. Genau, das ist so ein bisschen das Ding. Da reden wir halt lange vorher drüber. Und sagen auch, nee, das lassen wir jetzt mal raus darüber. Da fangen wir jetzt gar nicht, den Aspekt, den lassen wir jetzt einfach raus. So, da fangen wir jetzt gar nicht an drüber zu reden, weil wissen wir zu wenig oder ist unklar oder so. Ja, also das ist schon auch ganz klar, das ist auch Ulfs Mantra immer, Philipp, wir wissen es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit, das zu recherchieren. Das bringt nichts. Wir lassen es weg.